danke zunächst mal für die freundliche Einladung, hier zu sprechen. Ehrlich gesagt ist das eigentlich immer dankbarer als so akademische Symposien und Rituale, nicht? Wo, weil, es wurde schon gesagt, man kann hier eigentlich eher ein interessiertes Publikum erwarten. Das ist bei akademischen Veranstaltungen nicht unbedingt der Fall. Manchmal schon, aber... Ich bin gebeten worden, mich kurz selbst vorzustellen. Ich bin Jahrgang 1949, also nicht mehr so ganz jung, komme aus einer ganz anderen Ecke, nämlich an der Waterkant groß geworden, in Wilhelmshaven. Allerdings, mein Vater stammt aus Schlesien und meine Mutter aus dem Spreewald, also insofern habe ich doch zu dieser Landschaft einen gewissen Bezug, glaube ich. Ich war zuletzt Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und bin seit dem Ende des Wintersemesters 2017/18 dann jetzt im Ruhestand. Ich habe jahrzehntelang an der kritischen Schleiermacher Gesamtausgabe mitgearbeitet, war der Leiter des Projektes an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, jetzt noch immer der Projektleiter. Meine Spezialgebiete oder mein Spezialforschungsgebiet, das ist die klassische deutsche Philosophie, also von Kant bis Hegel. Ich war fast ein Vierteljahrhundert Vorsitzender der Internationalen Hegel-Gesellschaft, jetzt der Ehrenvorsitzende dieses Vereins und beschäftige mich aber auch mit den Folgen der klassischen deutschen Philosophie, also auch mit Marx-Marxismus. Ich bin auch im Beirat der Marx-Engels-Gesamtausgabe. Also das ist so das Forschungsspektrum, aber der Schwerpunkt, ein großer Forschungsschwerpunkt ist natürlich Schleiermacher. Wobei, das muss jetzt gar nicht gesagt werden, Schleiermacher ist in der Philosophie noch nicht so schrecklich gut angekommen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass er natürlich vor allem als Theologe wahrgenommen wird. Er war aber in seiner akademischen Laufbahn immer auch Professor für Philosophie. Also er hatte immer diese Doppelqualifikation und hat auch zeitlebens die philosophische Lehre an den Universitäten in Halle und in Berlin wahrgenommen. Er hat allerdings sein System, wenn man von einem System sprechen will, nicht entwickelt in Schriften, auf die man zurückgreifen könnte, wo man sagen kann, naja, das ist es, wie Kants Kritiken oder Hegels Logik und Enzyklopädie oder ähnliche Texte. Man muss bei Schleiermacher sich das aus vielen Schriften zusammensuchen und das ist natürlich ein starkes Rezeptionshemmnis. Und hinzu kommt, dass wo Schleiermacher in der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts, schon des späten 19. Jahrhunderts rezipiert wurde, er sehr einseitig wahrgenommen wurde, nämlich als Hermeneutiker. Das kennt man ja also von Gadamer, Wahrheit und Methode. Da wird man Schleiermacher für die Hermeneutik vor allem in Anspruch genommen. Für Schleiermacher selbst war Hermeneutik eine untergeordnete technische Disziplin, überhaupt keine Grundlagendisziplin. Also das ist schon eine Rezeption, die sehr stark auch gegen Schleiermachers eigene Intentionen geht. Und dass er heute noch immer nicht angemessen wahrgenommen wird, obwohl nun also auch viele Texte in zuverlässigen Ausgaben endlich vorliegen, vor allem von seinen Vorlesungen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir in der Universitätsphilosophie durch den sogenannten Bologna-Prozess eine extreme Ausdünnung des philosophiehistorischen Bewusstseins zu verzeichnen haben. Hinzu kommt, dass zumeist die analytische Philosophie an den Universitäten sich breit gemacht hat, die sowieso mit der Geschichte der Philosophie nicht so viel anzufangen weiß. Und Schleiermacher ist da einfach zu sperrig. Also ich hoffe zwar noch sehr, dass sich das ändert, aber mehr als hoffen kann man da im Moment nicht. Zu Schleiermacher. Schleiermacher
ist ja von Geburt aus auch Schlesier. Er wurde am 21. November 1768 in Breslau geboren, als Sohn eines reformierten preußischen Feldpredigers. Und dieser Feldprediger ist eine sehr interessante Gestalt. Sein Vater war bei einer Sekte in Westfalen, in im Bergischen Land, in der Gegend um Wuppertal, die sogenannte Ronsdorfer Sekte, nicht, die dort ein Gottesreich auf Erden stiften wollten und dann also schließlich auch staatliche Verfolgung erleiden mussten. Das ist, Schleiermacher dann später sagt, immer sozusagen ein ganz entscheidender Punkt für ihn gewesen, dass er sozusagen auch mit diesen Konsequenzen einer möglichen Auslegung des Christentums vertraut war. Schleiermachers Vater war dann im Gegenzug zu dieser Schwärmerei, dieser Ronsdorfer Sekte, in der sein Vater engagiert war, doch sehr rationalistisch geworden. Er vertrat eine aufgeklärte Religionsauffassung und behauptete dann später mal gegenüber dem Sohn, er habe jahrelang als Ungläubiger gepredigt. Das darf man nicht so ganz wörtlich nehmen, denn als er das schrieb, war er innerlich, nicht formell, aber innerlich zum Herrnhutertum konvertiert. Er hatte während des Schlesischen Krieges die Herrnhuter kennengelernt und dort so eine Art Erweckungserlebnis gehabt. Und als preußischer Feldprediger, reformierter Feldprediger, in Preußen vor der Union, das war ja teils lutherisch, teils reformiert. Und die Reformierten waren ein ganz kleines Grüppchen, aber das Königshaus war reformiert. Insofern waren also die Reformierten, also auch die Elite in Preußen, nicht? Die besetzten viele hohe Staatsämter. Und das konnte er natürlich nicht offiziell aufgeben, also er konnte nicht offiziell zum Herrnhutertum konvertieren. Aber er erzog dann seine Kinder in diesem Geiste und so kam Schleiermacher mit seinen Geschwistern 1783 dann in die Brüdergemeine nach Niesky, ist ja nicht weit weg von hier. Da war das Pädagogium, also das Gymnasium der Herrnhuter. Und später kam er dann also nach Barby an der Elbe. Da war also die Universität der Herrnhuter und er war also ausersehen, nun in die höhere Laufbahn einzutreten als Prediger oder je nachdem. Schleiermacher bekam allerdings erhebliche Zweifel und an der Auslegung des Christentums durch die Herrnhuter. Das hat ihn dann also auch zeitlebens sehr stark geprägt, dass er sich davon abgelöst hat. Vor allem hat dazu beigetragen, dass die Herrnhuter sich damals sehr abgeschottet haben. Es war also verboten, Kontakt zu haben, zum Beispiel zu den Studenten in Halle, was an sich nahegelegen hätte. Es war verboten, bestimmte Schriften zu lesen. Kant hat er sich heimlich verschafft, nicht? Man hatte irgendeine Quelle, man war irgendein Buchhändler, nicht? Das ging also alles auf dunklen Wegen. Und es gab also eine fürchterliche Bespitzelung und Gewissenserforschung auch. Sie mussten also mal zum Rapport erscheinen und über ihre innere Entwicklung den Aufsehern berichten und Schleiermacher mochte das alles nicht mehr mitmachen und erlöste sich dann von der Gemeinde. Dabei wurde er unterstützt von seinem Onkel Stubenrauch, Samuel Ernst Timotheus Stubenrauch. Der war reformierter Kirchenhistoriker, also für kirchliche Altertümer, wie es damals hieß, am reformierten Gymnasium in Halle. Er war aber zugleich auch Universitätslehrer. Und das hängt damit zusammen, die hallische Fakultät war lutherisch. Und dort durften keine Reformierten
offiziell lehren und Mitglieder sein. Und so gab es dann also für die Reformierten dann also extra Veranstaltungen außerhalb der theologischen Fakultät, und die wurden ganz hinten im Vorlesungsverzeichnis angekündigt, nach den Tanzkursen und Fechtkursen. Dann gab es noch eine Sparte reformierte Theologie, nicht? Und da war also dann Schleimachers Onkel, und das war also ein sehr gebildeter, sehr aufgeklärter Theologe, der in seiner Bibliothek also auch die französischen Materialisten und sonstige Sachen stehen hatte, und der also Schleiermacher unterstützte, sich dort zu lösen. Und Schleiermacher ging dann also nach schweren Kämpfen, sowohl mit sich selbst als auch dann vor allem mit seinem Vater, der also alle Register zog, um ihn in der Gemeinde zu halten, dann nach Halle, um dann also dort, wie sein Vater sagte, sich für ein Schulamt geschickt zu machen. Er hat aber dann weniger Theologie studiert als vielmehr Philosophie. Da war sein akademischer Lehrer Johann August Eberhard, sagt den meisten wahrscheinlich gar nichts mehr, das war sozusagen das letzte Haupt der hallischen Schulphilosophie, also die von Christian Wolff gegründet wurde. Und dieser Eberhard war dann also auch in einen Streit mit Kant verwickelt, nicht? Er behauptete, alle Kritik der reinen Vernunft sei eigentlich nichts neu, das könnte man alles schon bei Leibniz und Wolff nachlesen, und Kant hat ja mit einer sehr ätzenden Polemik darauf reagiert. In der Auseinandersetzung aber Schleiermacher verwickelt, und studierte dort sehr intensiv natürlich auch die kantische Philosophie, neben dem, was Eberhard zu bieten hatte. Und bei Eberhard hat er vor allem auch Geschichte der Philosophie gelernt. Denn Eberhard war einer der ersten, der systematisch seine Geschichte der Philosophie gelehrt hat. Also man kann das noch sehen in seinen Lehrbüchern, nicht? Dann noch zu den einzelnen Paragraphen, immer diesen Fußnoten, mit Verweis auf die Philosophiegeschichte. Das war also damals was Neues, nicht? Das haben die meisten nicht so gemacht. Also er kriegt eine gründliche philosophiehistorische Ausbildung, wurde dann von seinem Vater gedrängt, doch das theologische Examen zu machen, hat er also 1790 gemacht, und damals war es so, da musste man sich hinten anstellen als Kandidat, um zu gucken, gibt es irgendwo eine freie Fahrstelle. Nicht? Und für die Reformierten, das war ein kleines Häufchen in Preußen, war es also nochmal besonders schwierig, irgendwo eine freie Fahrstelle zu bekommen. Nicht? Weil der Hof, das Königshaus reformiert war, hießen die dann Hofprediger. Und Schleiermacher musste also dem damaligen Brauch entsprechend erstmal irgendwo als Hauslehrer unterkommen. Der ging zu den Grafen Donau-Schlobitten in Ostpreußen, wurde diese Stelle dann aber nach einer Weile auch wieder los, weil er sich also mit dem Grafen überworfen hatte. Nach allem, was wir erschließen können, gab es also auch einen handfesten Streit über die Ansichten Schleiermachers zur Französischen Revolution. Er war nämlich ein grundsätzlicher Anhänger der Französischen Revolution, und gefiel das dem Grafen natürlich überhaupt nicht, und er hat dann tatsächlich erstmal versucht, in Berlin eine Laufbahn als Gymnasiallehrer einzuschlagen, bekam dann jedoch eine Hilfspredigerstelle angeboten für einen Verwandten, nicht, der schwer erkrankt war, und dann also wurde ein Hilfsprediger angestellt, musste übrigens bezahlt werden von demjenigen, der sich vertreten ließ, nicht einfach vom Staat oder so. Und dort in Landsberg an der Warte setzte er dann also seine philosophischen Studien auch sehr intensiv fort, die er die ganze Zeit weitergetrieben hatte. Und versuchte dann dort der Nachfolger seines Onkels zu werden, was aber nicht klappte. So wurde er 1796 als reformierter Prediger an die Berliner Charité berufen. Es war also keine sehr einträgliche Stelle, aber es war eine Stelle in Berlin, und in Berlin war damals sehr viel los. Und es gab also ein ganz umfangreiches und intensives
geistiges Leben. Bekannt sind ja auch die Salons aus der Zeit, also meistens jüdische Salons, nicht mit jüdischen Salonieren, also Rahel Levin, Henriette Herz etc. Es gab wissenschaftliche Gesellschaften, es gab ja in Berlin unglaublich viele Spezialakademien und Fachschulen, nicht? Also es fand auch ein reger Vorlesungsbetrieb statt und eben auch vor Gründung der Universität kamen viele Privatgelehrte nach Berlin, hielten dort Vorlesungen. Also im Grunde genommen, sagen damals die 1810 dann die Universitätsgründung, hat eigentlich diese ganzen Aktivitäten nur gebündelt. Und das war für Schleier noch eine sehr anregende Atmosphäre und er kam also auch sehr schnell dann in Kontakt mit diesen gelehrten Gesellschaften. Und dort lernte er jemanden kennen, der also auch gerade nach Berlin gekommen war, Friedrich Schlegel, der Romantiker. Und die beiden haben sich sehr, sehr schnell angefreundet und haben festgestellt, dass sie eigentlich philosophisch die gleichen Überzeugungen haben. Wobei zu betonen ist, dass Schleiermacher, ich werde auf die Inhalte gleich noch kurz eingehen, dass Schleiermacher sich nicht sozusagen von Schlegel hat reinziehen lassen in diesen frühromantischen Kreis, sondern er kam mit philosophischen Grundüberzeugungen nach Berlin, mit einer ausgearbeiteten Position, die einfach deckungsgleich war, weitgehend mit dem, was Friedrich Schlegel vertrat. Und die beiden haben sich sofort als Brüder im Geiste erkannt. Sie lebten dann auch zusammen. Schleiermacher musste seine Wohnung in der Charité aufgeben, weil die renoviert wurde. Er zog also in eine andere Wohnung vom Oranienburger Tor in Berlin und dort zog dann Friedrich Schlegel bei ihm ein und sie führten dort etwas, was die Freunde literarische Ehe nannten. Wobei man dann aus Geschlechterrollen verteilte, nicht? Also Schleiermacher galt als die Frau und Friedrich Schlegel als der Mann, was dann noch zu großen Missverständnissen geführt hat, wurde neulich habe ich mal gelesen, einem schwulen Stadtführer von Berlin, es wurde also das Schleiermacher und Schlegel hier in offenschwuler Gemeinschaft von dem Oranienburger Tor. Das war nun nicht der Fall, das ist ein Missverständnis, aber in der Tat, sie lebten zusammen und sie arbeiteten zusammen und im Frühromantiker-Jargon, also sie symphilosophierten und Schlegel ist auch symmenschten. Also, besonders Menschen sehr eng verbunden. Schleiermacher wurde dann also auch sozusagen einer der Protagonisten der Berliner Frühromantik, wie man das in der Forschung nennt. Er war beteiligt an der Gründung, an der Redaktion der Programmzeitschrift der Frühromantik, das Athenäum, hat also auch sehr viele Beiträge geliefert und Friedrich Schlegel hat vor allem Schleiermacher zum Schreiben gedrängt. Ohne Schlegels Drängen hätten wir wahrscheinlich die Reden über die Religion nicht. Dann hätte man gesagt, also so geht's nicht, du bist jetzt fast 30, du hast noch nichts gemacht, du musst endlich was machen. Und dann hat der Schleiermacher auch etwas gemacht. Er hat also dann sehr schneller Folge etliche Texte veröffentlicht. Zunächst ein Text, der erst sehr spät wiederentdeckt wurde, ein Versuch einer Theorie des geselligen Betragens, 1799, in der Berliner Zeitschrift veröffentlicht, anonym, dann ebenfalls anonym die Reden über die Religion oder über die Religion, Reden an die Gebildeten und ihren Verächtern, 1799, dann eine Verteidigungsschrift zu einem skandalierten Roman seines Freundes Friedrich Schlegel, vertrauten Briefe über Friedrich Schlegels Sünde, 1800, und dann die Monologen, 1800. Alles Texte, sozusagen, die innerhalb ganz kurzer Zeit entstanden und mit denen sich Schleiermacher sehr schnell einen Namen machte. Seine Anonymität wurde übrigens nicht sehr lange gewahrt. Man wusste dann, das war der Charité-Prediger. Das hat ihm dann also auch Ärger eingebracht, dass er mit solchen Schriften hervorgetreten war, vor allem also die Reden über die Religion,
die ja sozusagen einen Religionsbegriff vertreten, der ohne Gottesbegriff auskommt. Von Gott ist nicht die Rede, wir reden. Das gefiel natürlich auch seinen kirchlichen Vorgesetzten nicht besonders. Und er wurde auch natürlich des Spinozismus und Pantheismus und damit des Atheismus verdächtigt. Und auch der Umgang mit Schlegel, die frühere Mancher galten als eine etwas exzentrische Gruppe, nicht? Das wäre so, als wenn man sich heute zu irgendwelchen Anarchisten oder sonst irgendetwas bekennen würde. Das kam auch nicht so gut an und auch nicht der Umgang in jüdischen Salons. Das kam auch nicht gut an im Kirchenoberen. Und hinzu kam, dass Schleiermacher sich in die Frau eines Amtsbruders verliebt hatte und die zur Scheidung drängte. Und das war natürlich dann auch nochmal ein gehöriger Skandal, sodass er also irgendwo entfernt werden sollte, auf durchaus komfortable Weise. Man bot ihm also eine Hofpredigerstelle in Schwedt an. Das hat er abgelehnt. Und als es dann also gar nicht ging und er gar keine Anstalten machte, irgendwie aus Berlin zu verschwinden, drohte ihm also sein Vorgesetzter an. Also er musste mit sehr ernsthaften Konsequenzen rechnen, ein letztes Angebot nach Stolp in Hinterpommern. Ja? Kalt und eine sehr verstreute Gemeinde. Schleiermacher musste also viel rumreisen, um seine Schäfchen dort zu betreuen. Und er hat in dieser Zeit sehr intensiv gearbeitet. Da hat er angefangen mit dieser Platon-Übersetzung, die er heute noch sehr bekannt ist, nicht? Die heute noch als die deutsche Platon-Übersetzung gilt. Übrigens ein Projekt, was Friedrich Schlegel angeregt hatte. Und er hat dort dann also auch ein philosophisches Werk vollendet, Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre. Nicht? Also wo er die ethischen Theorien von der Antike bis hin zu Fichte einer Musterung unterzieht und zum Ergebnis kommt, dass vor allem auf die Art und Weise, wie Kant und Fichte die Sache angegangen sind, man keine ethische Theorie machen könne. Und ein sehr schwieriges, sehr umfangreiches Werk. Schleiermacher hat es selbst dann ein wenig später mal als eine Art indischen Kaktuswald bezeichnet, ja, wo man also eigentlich kaum durchkommt und eigentlich eine Machete braucht, um überhaupt einen Gang zu schlagen. Aber das und die Platon-Übersetzung und seine anderen Schriften brachten ihm dann also einen Ruf ein nach Würzburg. In Bayern war damals gerade Reformfieber ausgebrochen, sehr seltene Zeiten, nicht, dass man in Bayern Reformfieber ausbricht. Und man wollte also dort auch eine protestantische Fakultät etablieren und man wollte also auch die neueste Philosophie haben. Dafür war Schelling vorgesehen. Das gefiel Schleiermacher wiederum nicht, weil er eine eigentlich völlig unverständliche idiosynkratische Abneigung gegen Schelling hegte. Man kann das wirklich nur aus persönlichen Motiven verstehen. Sachlich sind sie sich eigentlich sehr nahe. Und es ist eigentlich geradezu rührend, dass also Schelling immer wieder versucht hat, Schleiermacher zu gewinnen zu einer Zusammenarbeit. Er hat das schon in Jena, als er mit Hegel das kritische Journal der Philosophie herausgab, wo dann mal ja auch Schelling und Hegel die einzigen Autoren waren, Schleiermacher als Autor zu gewinnen. Schleiermacher sollte über Jacobi schreiben. Das hat dann Hegel gemacht mit seinem berühmten Text über Glauben und Wissen. Man stellt sich mal vor, Schleiermacher wäre darauf eingegangen, wir würden heute sagen, das kritische Journal der Philosophie von Schelling, Hegel und Schleiermacher. Nicht? Also er wäre ganz anders sozusagen auch wahrgenommen worden als einer der Protagonisten der klassischen deutschen Philosophie. Aber wie gesagt, das war ihm nicht recht und dass er dort mit Schelling zusammen sein sollte, das grauste ihm. Anderes Bedenken hat August Wilhelm Schlegel, der Bruder von Friedrich Schlegel, ihm zerstreut. Schleiermacher hatte irgendwie Angst, er kriegt dort keinen anständigen Wein und August Wilhelm Schlegel hat ihm also versichert, es gebe dort ausgezeichnete Weine in der Gegend. Deswegen müsste er ihn nicht ablehnen. Aber Schleiermacher hat es dann sehr geschickt gemacht und hat also dann
die Entlassung, das musste er nicht, weil bayerische Dienste, die Entlassung aus der preußischen Staatsbürgerschaft so beantragt, dass deutlich wurde, er will eigentlich nicht. Und dann wurde es ihm auch verwehrt und ihm wurde also in Aussicht gestellt, an der Hallenser Universität eine Professur zu bekommen für Theologie und Philosophie. Nun war Schleiermacher reformiert und die Fakultät hat sich gewehrt und gesagt, wir wollen keine Reformierten. Und infolgedessen wurde er nicht Ordinarius, wie vom König eigentlich vorgesehen, sondern er wurde außerordentlicher Professor. Dann war er nicht Fakultätsmitglied, also er war nicht im Fakultätsrat, wie man heute sagt, stimmberechtigt, sondern konnte also nur zur Kenntnis nehmen, was die Kollegen beschlossen haben. Er hat dann also diesen Ruf angenommen. Die Universität Halle ging dann ja ziemlich schnell in französische Hände über. Nach der preußischen Niederlage wurde dem Königreich Westfalen zugeschlagen. Schleiermacher ging mit vielen anderen Ressorten weg, wollte nicht in diese Dienste des Königs von Westfalen, Jerome, ein Bruder Napoleons, treten. Und er ging dann nach Berlin und half dort mit, dann auch die Universität mitzugründen. Eigentlich ist er der entscheidende geistige Begründer der Berliner Universität. Er hat dann also eine Schrift geschrieben, Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn. Das im deutschen Sinn hat mit Nationalismus nichts zu tun. Es ist gegen das französische Fachhochschulsystem gerichtet. Nicht? In Frankreich hat man nach der Revolution die klassischen Universitäten aufgelöst und Fachhochschulen, Spezialschulen eingerichtet. Und das war auch ein Modell, was in Deutschland heftig diskutiert wurde, schon lange, nicht, weil es also offensichtlich ja sehr effektiv war. Und man kann ja sagen, heutzutage sind wir wieder so weit, nicht, dass im Grunde genommen dieses Fachhochschulsystem, also praxisbezogen, berufsbezogen auszubilden, steht im Vordergrund, dass das letztlich obsiegt hat über die schleiermacherische Universitätskonzeption. Humboldt, der allgemein als der Gründer der Berliner Universität gilt, hat eigentlich in seiner entscheidenden Denkschrift, das ist mehr oder weniger ein Exzerpt aus Schleiermachers Universitätsschrift. Also, die kannten sich natürlich auch beide und insofern muss man eigentlich gerechterweise von der Humboldt-Schleiermacherschen Universität sprechen, wenn man von der Berliner Universität spricht. Er wurde dort dann berufen als Professor der Theologie und er war Neutestamentler und Systematiker und er war dann auch zugleich Mitglied der Akademie der Wissenschaften und zwar in der philosophischen Klasse. Und als solcher hatte er das Recht, eben auch philosophische Vorlesungen an der Berliner Universität zu halten und er hat also dieses Recht wahrgenommen und sehr erfolgreich. Er war einer der erfolgreichsten philosophischen Lehrer dort. Er hat sogar geschafft, nehmen wir mal eine Vorlesung in Konkurrenz zu Fichte, auf Fichtes Vorlesungsstunden genau platziert hatte, es zu schaffen, dass Fichte keine Hörer hatte. Die kam alle zu und er war dann erst in späten Jahren, hatte Hegel mehr Zuhörer als Schleiermacher, aber Schleiermacher war eigentlich der Star auch an der philosophischen Fakultät. Das darf man nicht vergessen und keineswegs nur, weil die Theologen zu ihm kamen, sondern weil eben auch die Philosophen dort studierten. Schleiermacher war darüber hinaus sehr stark auch politisch engagiert. Er stand der preußischen Reformpartei nahe und war also auch in verschiedenen Kommissionen, unter anderem also auch in einer Kommission, die für die Reform des Schulwesens zuständig war. Er geriet aber dann im Zuge der Demagogenverfolgung nach dem Krieg mit gegen Napoleon dann doch zunehmend unter Druck. Er wurde bespitzelt und teilweise sind diese Spitzelberichte erhalten. Nicht? Das liest sich dann irgendwie so wie bei der Stasi oder dem Verfassungsschutz nicht so. Sehr auffallend war heute, dass vom Gottesdienst einige mit Bärten versehene Studenten scheinbar inbrünstig nach dem Abendmahl beteten. Also ganz Verdachtsoptik, nicht? Da muss doch irgendwas
Konspiratives vollzogen worden sein, statt des Abendmahles. Und es wurden also Briefe von ihm abgefangen und er wurde also bedroht, dass man ihn verlassen würde. Er hat dann zum Schluss direkt beim König interveniert und das scheint Eindruck gemacht zu haben, denn dann wurde er aus den Verfolgungen herausgenommen. Ich will jetzt nicht auf seine politische Stellung eingehen, das ist also ein ganz eigenes Kapitel. Es war bestimmt nicht unkritisch gegenüber dem preußischen Staat, aber er hat immer versucht, dann doch halbwegs damit auszukommen, mit den Verhältnissen, wie er sie vorgefunden hat, und sich dann auch immer wieder sozusagen als treuer Diener des preußischen Königs stilisiert. Nun zu seiner Philosophie. Es ist sehr schwierig zu sagen, was eigentlich so der Kerngedanke ist. Viele sagen, naja, Schleiermacher, das ist doch irgendwie sowas mit Gefühl. Nicht? Also zum Jubiläum 2018 gab also die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz eine Broschüre raus, nicht? Und da waren so verschiedene Stellungnahmen und Anfragen zu Schleiermacher. Und der jetzige Bischof Deblein hat dort einen Artikel platziert, in dem er also dann sagt, ja, alles nur Gefühl. Und so geht es doch nun auch nicht. Also als kritische Anfrage an Schleiermacher, ja, ein großer Mann, aber doch alles nur Gefühl. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Und es ist, Schleiermacher ist nicht in dem Sinne ein Theoretiker, der alles auf das Subjekt zurückrechnet, wie viele es darstellen, sondern es geht eben doch um einen ganz klaren Bezug auf etwas, was jenseits der Subjektivität liegt, sei es Gott oder sei es Welt. Das sieht man eigentlich schon in den Reden über die Religion von 1799, denn dort sozusagen, findet man sehr klar sozusagen, zum Ausdruck gebracht der Wesensbestimmung von Religion. Also Religion ist sozusagen Anschauen des Universums, einen objektiven Bezug. Also Religion ist erstmal eine Anschauung des Universums. Universum steht also für das Unbedingte, für alles. Nicht? Das ist natürlich auch von Spinoza her zu verstehen, nicht? Hen kai pan, nicht? Also eins und alles. Nicht die absolute Substanz, wie Spinoza sie denkt, nicht? Die vollkommen in sich selbst begründet ist und der wir zugehören, das ist sozusagen auch Schleiermachers Ansatz. Und wenn wir uns auf das Universum richten, dann sozusagen ist natürlich ein Bezug, indem wir etwas uns vorstellen, das heißt objektivieren. Nicht? Das ist nichts Subjektives. Und Schleiermacher sagt auch ausdrücklich, es ist etwas, was vom Universum ausgeht. Nicht? Wir werden sozusagen von einem solchen Totaleindruck ergriffen. Das ist nichts, was sozusagen wir uns einbilden oder was von uns aktiv ausgeht, sondern wir reagieren nur darauf. Und insofern ist das Gefühl, was sich dann anschließt an die Anschauung, nicht? An Religion ist dann in diesem Sinne Anschauung und Gefühl. Und das Gefühl kommt hinterher und das Gefühl ist die Verarbeitung, die subjektive Verarbeitung dieser Anschauung. Also wir werden etwas innen, nicht? Wir fühlen, wir schauen etwas an, das Universum wirkt auf uns und wir sozusagen verarbeiten das zunächst einmal. Und zwar nicht in Begriffen natürlich, das ist entscheidend für Schleiermacher, sondern das ist sozusagen der Versuch, zunächst einmal uns dann darüber klar zu werden, anschließend der Reflexion, was ist da eigentlich mit uns passiert?
wem oder was sind wir da eigentlich begegnet? Nicht? Und Schleiermacher sagt nun hier nicht, das ist Gott. Nicht? Also der Gottesbegriff spielt ja keine Rolle, ist das Universum, das ist das Ganze. Was dahinter steckt, das kann man philosophisch identifizieren und das führt uns dann also auch auf Schleiermachers philosophische Bildung. Schleiermacher ist ganz entscheidend geprägt durch zwei große Autoren, durch Kant und durch Spinoza. Kant hat er schon also sehr früh als Gymnasiast kennengelernt und dann also später sehr intensiv studiert. Und Spinoza kam später hinzu, das hat er dann also anhand des Buches von Friedrich Heinrich Jacobi, nicht? Der hat also ein Buch veröffentlicht über die Lehre des Spinozas in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Und Spinoza war ja sozusagen verschrien als Atheist. Nicht? Es gab ganz wenige Ausgaben. Schleiermacher hatte übrigens einen dann von seinem Onkel. Er war einer der wenigen Glücklichen, die überhaupt Spinoza im Original lesen konnten. Aber die meisten damals haben das nur aus dieser Schrift von Jacobi. Nicht? Der Jacobi hatte Auszüge gemacht und so zusammengestellt. Nicht? Das ist die Lehre von Spinoza, nicht? Aus seinen Schriften, aus seinen Briefen, so Lehrsätze formuliert. Und damit hat sich auch Schleiermacher sehr intensiv auseinandergesetzt. Und von Kant sozusagen nimmt er vor allem einen Gedanken auf, den Kant in der Kritik der reinen Vernunft entwickelt, nämlich, dass wir um überhaupt sozusagen unser Denken, das, was wir mit dem Verstand machen, sozusagen begründen zu können, das Ganze eben doch auf etwas beziehen müssen, was sozusagen höher ist als der Verstand, was da als Vernunft genannt wird. Die Vernunft versucht, das Unbedingte, das ist im Prinzip dann das Universum bei Schleiermacher, die Vernunft versucht, das Unbedingte zu erreichen, aber sie schafft es nicht. Nach Kant, das ist halt in der transzendentalen Dialektik, verwickeln wir uns dabei in sogenannte dialektische Oppositionen, das heißt also in Strukturen, die sozusagen formal eben logische Widersprüche sind. Also es geht etwa so, wir können sozusagen folgerichtig argumentieren, die Welt sozusagen ist, hat einen Anfang in der Zeit. Wir können folgerichtig auch argumentieren, die Welt hat keinen Anfang in der Zeit. Beides ist nicht miteinander vereinbar, es kann nicht beides zugleich wahr sein, wir können aber nicht entscheiden. Das ist, es gibt keine Gründe, dass wir zwischen den alternativen These und Antithese unterscheiden können. Und formal ist es natürlich eine widersprüchliche Struktur, die wir nicht auflösen können. Und daraus wurde dann sozusagen im weiteren philosophischen Diskurs natürlich ein Ansatzpunkt für Lösungsversuche. Und einer der Lösungsversuche war, ja, dann müssen wir eben zurückgehen auf eine Einheit, die wir aber nicht begrifflich ausdrücken können. Also wir müssen eine Einheit annehmen, also das Unbedingte, was uns auf irgendeinem anderen Wege als über das formale Argumentieren, also über das begriffliche Argumentieren zugänglich wird. Intellektuelle Anschauung, nicht, ist sozusagen ein Kandidat dafür, nicht? Gefühl, nicht, kommt auch dann ganz häufig vor. Und daher bezieht Schleiermacher das. Nicht? Und diese Einheitsperspektive, sozusagen, das ist eben das Universum bei ihm und das ist dann also der Versuch, dass wir sozusagen durch das Gefühl, durch die Anschauung und die Verarbeitung im Gefühl und durch nachfolgende Reflexionen eben doch uns beziehen können auf eine solche Einheit und darin dann auch unsere ganzen anderen intellektuellen Fähigkeiten begründet sind. Und von Spinoza übernimmt er eben genau diese Vorstellung, dass diese Einheit sozusagen zugleich sozusagen ein absolutes ist. Ein absolutes, was sozusagen alles umfasst, eine Alleinheit und wir sozusagen in dieser Einheit immer schon drin sind und aus dieser Einheit heraus
uns darauf beziehen. Also es gibt keinen Standpunkt von außerhalb, nicht, den wir einnehmen könnten. Das charakterisiert dann eben auch die Schwierigkeit, sozusagen diese Einheit begrifflich zu erfassen. Ich will das jetzt also nicht sozusagen im Einzelnen weiter ausbreiten, sondern doch auf den Punkt jetzt eingehen, der sozusagen dann für die weitere philosophische Ausbildung interessant ist. Schleiermacher belässt es nicht bei diesem Bezug auf das Universum, sondern er versucht jetzt auch von dieser Position aus zu bestimmen, ja, was bedeutet das eigentlich für uns? Was bedeutet das eigentlich für unser Weltverhältnis, sowohl theoretisch als auch praktisch? Und eine erste Antwort versucht er in diesem Text von 1800 in den Monologen zu geben. Monologen, das ist sozusagen ein Selbstgespräch, nicht, was er mit sich führt. Er beginnt also sozusagen mit Reflexionen darüber, was bin ich eigentlich, nicht, was bin ich geworden. Das ist auch in diesen Passagen sehr stark autobiografisch geprägt. Die Antwort, die er letztlich gibt, heißt, die Menschheit ist zwar nicht alles, nicht, das ist nicht das Universum, aber die Menschheit ist sozusagen das Ganze, dem ich sozusagen zunächst zugehörig bin, und genauso wie ich mich als Teil des Universums verstehen muss, als Moment des Universums, so muss ich mich eben als Teil der Menschheit verstehen. Und alles, was ich tue, und das ist dann die ethische Perspektive, tue ich als Teil dieser unendlichen Menschheit. Ich bin in meiner Individualität gewissermaßen eine Modifikation der unendlichen Menschheit. Das heißt also, in mir realisieren sich ganz bestimmte Möglichkeiten, die Menschheit insgesamt, die es unendlich zu denken ist, überhaupt hat. Ich kann nicht alle Möglichkeiten realisieren, ich bin auch zeitgebunden natürlich, ich kann das also nur im Rahmen meiner Zeit, ich kann also diese Schranken nicht überspringen, aber meine Aufgabe ist es dann sozusagen, so gut ich es kann, in den Gebieten, die ich beherrsche, sozusagen etwas beizutragen, indem ich das, was sozusagen in der Menschheit insgesamt angelegt ist an Möglichkeiten, realisiere und ich das eben auch beitrage. Schleiermacher hat das übrigens als Theologe später auch aufgenommen, diesen Gedanken, und in seinen Vorlesungen, also auch gesagt, in seinen theologischen Vorlesungen wohlgemerkt, zum Beispiel Unsterblichkeit der Seele heißt nichts anderes, als dass ich in dem, was ich für die Menschheit tue, sozusagen, wie klein dieser Beitrag auch sein mag, sozusagen in der Nachwelt weiterlebe. Irgendeine Spur sozusagen von mir bleibt in der Welt zurück. Nichts anderes ist Unsterblichkeit der Seele. Nicht? Also natürlich damals zwar offiziell keine orthodoxe Position, aber natürlich eine Position, die innerhalb der Theologie und schon dann auch an den Universitäten vertreten wurde, vertreten werden konnte. Also nicht, dass das etwa heißt dann Unsterblichkeit der Seele, und das ist sozusagen der Gedanke, nicht, wir sind sozusagen Teil eines sehr umfassenden Bildungsprozesses. Also Bildung darf man jetzt nicht denken an sozusagen humanistische Bildung oder Universitätsbildung oder Bildungssystem im heutigen Sinne, sondern bilden sozusagen im Sinne von im griechischen Poiesis, nicht? Also ein herstellendes Tun, umbilden, umformen. Nicht? Wir sind dabei, nicht die ganze Erde umzuformen, menschlicher zu gestalten, oder wie Schleiermacher sagt, die Vernunft einzubilden. Und dazu gehört dann alles, nicht? Das ist Kultur im weitesten Sinne, also von Agrikultur, Fabrikwesen, Ökonomie, bis hin natürlich auch zu geistiger Bildung. Ja? Das gehört alles dazu, auch staatliche, gesellschaftliche Institutionen, das alles fällt unter Bildung. Und
Schleiermacher gebraucht, also den Bildungsbegriff genau in diesem Sinne. Das wird dann eben auch zum Leitmotiv seiner philosophischen Ethik, an der eben vor allem gelegen war, nämlich die Bildung sozusagen der Natur zur Vernunft. Und zwar nicht nur der äußeren Natur, sondern auch der menschlichen Natur. Also Selbstbildung gehört eben auch dazu. Das heißt also, was er dabei verfolgt, ist in erster Linie so etwas wie eine universelle Perspektive der Humanität, der Humanisierung der Natur und natürlich also auch im Verhältnis der Menschen zueinander. Man kann an dieser Stelle vielleicht darauf verweisen, dass es eigentlich keinen Theoretiker gibt in dieser Epoche, der sozusagen den geschichtlichen Bildungsprozess der Menschheit so in den Vordergrund stellt, wie Schleiermacher, außer nach Hegel. Also Hegel in seiner Geistesphilosophie. Also Schleiermacher und Hegel werden zwar immer so gerne als Antipoden wahrgenommen, sie stehen sich in Wirklichkeit sehr nahe. Ich habe ja auch in Berlin 2018 zum Schleiermacher-Jubiläum an der Akademie dort einen Kongress gemacht, mit dem Titel Schleiermacher-Hegel, wo er diese Gemeinsamkeiten mal in den Vordergrund gestellt hat. Und das ist wirklich verblüffend, was sich da ergibt, auch in der theoretischen Philosophie, bei Schleiermacher in der Dialektik, schon der Name, also bei Hegel auch, das sind die beiden einzigen Theoretiker, die dieses Projekt, den Titel verfolgen, Einheit von Logik und Metaphysik. Das ist etwas, was ich jetzt hier nicht mehr im Einzelnen vorführen kann. Vielleicht können wir ja aber auch in der Diskussion bei den Fragen noch darauf eingehen. Nun, bei Schleiermacher verknüpft sich dieser Bildungsprozess mit einer Vision, wenn man so will, mit einer Vision, die sozusagen aus philosophischen Quellen wie auch aus theologischen Quellen gespeist ist. Also wir haben das ja schon bei Kant, wo das sozusagen ineinander überläuft, also der weltbürgerliche Zustand und der eigentlich aber so etwas wie ein Reich Gottes, wie Kant das auch nennt, dann realisiert wird, idealerweise, und das findet sich eben auch bei Schleiermacher. Also er geht davon aus, dass wir sozusagen verschiedene Gemeinschaftssphären haben, und das sind dann sozusagen, es ist Familie, es ist ein näherer Freundeskreis, das soziale Umfeld, es ist dann das ganze Volk, es ist die Gemeinschaft der Völker und schließlich die Menschheit, aber die Tendenz bei ihm ist, dass die Unterschiede sich in der Weise auflösen, dass die Grenzen durchlässig werden. Das ist eine Perspektive, die er sehr, sehr ausdrücklich bis hinein in seine allerletzten Vorlesungen vertreten hat, die darauf hinausläuft, dass er sagt, dass Sprachen, Nationen und Rassen in der Form, wie wir sie zu seiner Zeit vorfinden, nicht mehr existieren werden, es wird sich vermischen. Das sagt er an so vielen Stellen, dass es schon sehr erstaunlich ist, dass Herr Götz Kubitschek, der bekannte Vordenker der Rechten, mir vor kurzem vorgeworfen hat in einer Rezension meines letzten Schleiermacher-Buches, dass ich angeblich oder natürlich überhaupt keine Beweise hätte vorlegen können, dass Schleiermacher in einer solchen universellen Perspektive denkt. Weil dort soll Schleiermacher wieder sozusagen für Nationalvölkisches vereinnahmt werden. Das ist mit Sicherheit nicht Schleiermachers Perspektive. Schleiermachers Perspektive ist, dass eben diese Richtung, man könnte jetzt sagen, mit den Reden auf das Universum, also auf eine Einheit, hier zum Tragen kommt, und das ist letztlich der Fluchtpunkt aller seiner Argumentationen.
ganz entscheidend muss man in diesem, ganz entschieden muss man in diesem Zusammenhang betonen, dass Schleiermacher damit also an die Aufklärung anknüpft. Schleiermacher ist kein Anti-Aufklärer, wie auch die ganze Romantik nicht. Und die Romantik, die Frühromantik ist Bestandteil der klassischen deutschen Philosophie, die natürlich auch nicht. Das ist die Fortsetzung der Aufklärung und die Vollendung der Aufklärung in der, ihrem Selbstverständnis. Und das ist also bei Schleiermacher ganz klar zu verfolgen. Er hat sich immer auch zu einer solchen universellen Fortschrittstheorie bekannt. Ja? Also er geht davon aus, dass also die Kultur in einem sozusagen, Prozess des Fortschrittes begriffen ist. Das umfasst viele Bereiche, das Technische, das Ökonomische, auch das Politische, aber eben auch ein Fortschritt sozusagen auf einer Durchmischung, ein sozusagen sich kennenlernen, ein kultureller Austausch, der hinausläuft auf die Bildung sozusagen einer universellen Menschheit, in der Unterschiede natürlich nicht verschwinden für Schleiermacher, aber die dann auf einer ganz anderen Ebene sich konstituieren als individuelle Unterschiede, als individuelle Ausprägung der einen Menschheit. Und die Idee ist, dass dann also auch Individuen und Völker sich in dieser Weise mal wahrnehmen, nicht sozusagen als gegeneinander abgegrenzt und in Konkurrenz zueinander stehend. Schleiermacher hat also immer sozusagen diesen Blick auf das Ganze. Das ist entscheidend und er ist also keineswegs irgendjemand, der bei aller Betonung von Individualität jetzt also diesen Gesichtskreis sehr einschränkt und so im heutigen Sinne sozusagen abgeschottete Identitäten erhalten will. Er setzt vielmehr auf den Austausch und damit möchte ich jetzt kurz schließen. Das höchste Gut, um das es in der Ethik geht, das ist eben sozusagen genau diese universelle Perspektive. Das kann nicht sozusagen in irgendwelcher Abgeschlossenheit realisiert werden, sondern nur, wie er sagt, im Verkehr aller mit allen. Es lösen sich Identitäten auf und entstehen neue. Und in einer seiner letzten Vorlesungen, der Vorlesung zur Ethik 1833, sagt er dazu, es geht die Richtung hier auf gegenseitigen Schutz und Anerkennung und auf gegenseitige Offenbarung der eigentümlichen Bestimmtheit. Ich glaube, das wäre auch heute noch ein sehr schönes und auch ein sehr aktuelles Programm. Ja, vielen Dank.